Ab dem 17. April könnt ihr den Spaß, die Spannung und die Dramatik des größten Fußball-Events der Welt erleben. 10 exklusive Spielmodi, die authentischen WM-Arenen und die Atmosphäre von den Rängen bringen euch die Weltmeisterschaft nach Hause. Ich bin Matt Pryor, Lead Producer von EA Sports FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Und ich erzähle euch, wie wir das größte Turnier der Welt zum Leben erweckt haben. Zunächst einmal haben wir Road to the World Cup. Hier könnt ihr die Kontrolle über alle 203 in der FIFA organisierten Nationalteams übernehmen und sie durch den umfangreichsten Turniermodus in der Geschichte von EA Sports führen. Qualifiziert euch mit eurem Land und spielt euch zu Ruhm und Ehre bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Der Teamkapitän-Modus, einer der beliebtesten FIFA-Spielmodi überhaupt, kehrt zurück. Startet von ganz unten und kämpft euch ins Team, um so eure Nation in der Qualifikation und auf dem Weg zur WM-Trophäe aufs Feld zu führen. Das neue Autopositionierungssystem vereinfacht dabei das Spielerlebnis für Einsteiger. Road to Rio de Janeiro ist ein neuer Online-Modus, in dem sich die Spieler durch eine Landkarte aller 12 Gastgeberstädte Brasiliens spielen. Alle natürlich mit den authentischen, lizenzierten Stadien. Zeigt, was ihr drauf habt, um das Finale im Estádio do Maracanã in Rio zu erreichen. In Online-FIFA-WM müsst ihr zunächst die Gruppenphase überstehen. Dann benötigt ihr 4 Siege in Folge, um Weltmeister zu werden. Geschichte der Qualifikation führt euch zurück in die WM-Qualifikation und bietet euch über 60 Spielsituationen aus den echten Qualifikationsspielen. Mit Szenarien quer über den Globus verteilt, könnt ihr in diesem Modus die Geschichte neu schreiben und euch verschiedenen Herausforderungen stellen. Geschichte der Endrunde wird zu Beginn des echten Turniers aktiviert und dann erweitert. Hier könnt ihr Szenarien basierend auf den echten Geschehnissen nachspielen und so den Ausgang der Partien entscheidend beeinflussen. Natürlich wird das WM-Spiel auch weitere Spielmodi bieten. Ihr könnt also den Anstoßmodus, Skill-Spiele, Online-Freundschaftsspiele und den EA Sports Football Club auswählen. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien wird das Sport-Highlight des Jahres und wir bringen euch so nah dran wie nie zuvor.